Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, unser Freund Hepzifer, der hat hier Probleme mit Soldaten und die müssen wir jetzt erledigen. Und das machen wir natürlich ganz assassinmäßig, schön von hinten. Sei leise. So viel zum Thema sei leise. Aua. Okay, das war jetzt leider nicht so leise, wie ich das mir gewünscht hätte. Aber wir können jetzt auch einfach abschlagen. Ach, das ist ja mein Kumpel. Das solltest du nochmal... Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. So. Kann ich die Sequenz hier nochmal neu laden? Geht das? Das ging ja früher immer. Questziel neu laden. Ja, ich möchte es nochmal neu laden, weil das hat mich jetzt ein bisschen doof gemacht. Deswegen lasst mich das Ganze nochmal machen. Ich will hier ja auch nicht so Rambo-mäßig durchrennen. So, lass uns jetzt mal nach vorne und gucken. Wir locken den Typen erstmal an. Komm mal her. Komm mal her zu mir hier, Bro. Ja, komm näher und da. Zap, da habe ich dich, na? So. Hast du ein paar Gegenstände für mich? Nee, hast du nicht. Damit wird er nicht rechnen. Na komm mal her, du kleiner Fackelmann. Kleiner Fuck you, Mann. So, ein bisschen assassinenmäßiger. Wie kann ich jetzt seine Leiche eigentlich packen? Ja, ich würde seine Leiche noch ganz gerne verstecken. So, wir gucken mal ins Haus rein. Schön aus dem Hinterhalt. So. Auch den haben wir erledigt. So, aber ich glaube, das waren noch nicht alle hier im Haus, oder? Ich mag die Musik des Spiels, muss ich ja sagen. Ist ziemlich cool. Passt natürlich wieder wunderbar. Man kann ja viel über Ubisoft meckern. Über die Ubisoft-Formel, über Dinge, die sich wiederholen, pipapo. Aber ich muss ja sagen, dass zumindest in Sachen Feinabstimmung passen die Spiele meistens. So, ich kann jetzt hier bestimmt hochklettern, oder? Okay, gut. Ich bin ja... So. La la la, du siehst und hörst mich nicht. Und dann bin ich plötzlich da und geb dir voll eins auf die Schnauze. So, du bist dann, glaube ich, der Letzte hier, oder? Bevor ich hier gleich die Hühner aufschrecke. So, Soldaten habe ich jetzt mir alle geschnappt. Habe ich noch so ein paar Leichen, die ich hier plündern kann? Hm, na gut. Kehre zu Hepzifer zurück, das machen wir jetzt mal. Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit.
Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Was bedeutet Magi eigentlich? Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, BNP kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an! Senno, altes Mädchen! Und gut in Form! Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Yay, 1000 Erfahrungspunkte. Und wir haben Senua, unseren... Ist es ein Falke oder ein Adler? Ich bin mir da immer nicht so sicher. Und wir können jetzt Fähigkeitspunkte ausgeben. Und neue Quest, das falsche Orakel halten, und zu um zu verfolgen. So, jetzt können wir aber erstmal Punkte ausgeben. Und zwar haben wir aktuell Adlerentdeckung, Höchstleistung, also Seherkrieger und Jäger. Und wir fangen halt jeweils hier an. Seher wäre jetzt zum Beispiel mit dem nächsten Punkt. Meditieren. Genau. Um Zeit schneller vergehen zu lassen. Dann hätten wir Regeneration während des Kampfes. Und wir hätten Kopfschuss-EP. Wenn du Gegner mit einem Kopfschuss tötest, erhältst du zusätzliche EP. Beziehungsweise haben wir Pfeilsammler, erbeute Pfeile, die in deinem Schild stecken. Oder wir haben Attentats-EP. Wenn du einen Gegner mit einem Attentat tötest, erhältst du zusätzliche Erfahrungspunkte. Ich würde ja fast sagen, Pfeilsammler klingt erstmal nicht schlecht, um an Pfeile zu kommen. Deswegen machen wir das auch direkt mal. So, viel mehr Punkte habe ich gar nicht. Oder? Doch, ich habe 3 Fähigkeitspunkte. Das heißt, was haben wir dann jetzt hier? Bogenträger. Du kannst einen zweiten Bogen ausrüsten. Ah ja, okay. Kopfschuss-EP. Dann würde ich mal Regeneration während des Kampfes nehmen. Und was haben wir hier oben noch? Bei Senua? Okay, da muss ich eher synchronisieren. Okay. Dann nehmen wir noch die Kopfschuss-EP noch mit. Was haben wir jetzt hier noch? Parieren. Wehre im Schildmodus gegnerische Angriffe ab, indem du B drückst, um den Gegner kritischen Schaden zuzufügen. Na, das klingt nicht schlecht. Schweren Angriff aufladen können wir. Luftangriff. Du kannst einen Angriff ausführen, während du in der Luft bist. Und das machen wir doch mal. Das klingt doch sehr assassinisch. Und ich bin ja auch hoffentlich ein Assassine. So, Quests. Was haben wir hier so offen? Und zwar haben wir, wenn wir Stufe 5 wären, das falsche Orakel. Deswegen sollten wir erstmal aufrüsten. Bayek muss wilde Tiere jagen, um sich bessere Ausrüstung herstellen zu können. Stelle einen Brustschutz her. Gut, alles klar. Dann gehen wir Tiere jagen. Auf die Jagd, ich brauche Leder. So.
drücke, um Senno zu rufen, um neue Herstellungsmaterialien zu finden. Bewege das Fadenkreuz, um weiches Leder zu finden. Ah ja, um es zu verfolgen. Da vorne ist weiches Leder. Achso, das heißt, wir können jetzt hier mit unserem Senua hier so rumfliegen und können dann Tiere markieren, die in der Umgebung sind, die wir dann uns erstmal erjagen. Oder? Ne, wir können immer nur eins. Okay. Aber jagen kann ich ja mit dir nicht, ne? Ne, ich kann nur Markierungen setzen. Also jagen muss ich dann tatsächlich doch selbst. Na gut. Dann, ja, werden wir jetzt erstmal Level 5. Das ist unsere nächste große Aufgabe. Und ja. Dafür müssen wir dann ja sowieso ein bisschen Round the Town machen. Ihr kennt das ja schon aus anderen Spielen. Am Anfang wird man immer so ein bisschen durch die Welt geführt. Und das machen wir jetzt hier natürlich auch. Und hier wird man ganz schön schnell zu Tode getrampelt, möchte ich mal erwähnen. Also, das scheint hier keine ungefährliche Gegend zu sein, in der wir leben. Wenn ich ja das Tierchen sehe, was mir mein Lederchen bringen könnte, dann kann ich das ja auch einfach abschießen mit meinem wunderbaren Bogen. Ist das hier eine Höhle? Wie sieht es denn hier aus? Die Nekropole war immer sauber. Aus Respekt. Tja. Oh Gott, hier ist eine Riesenspinne dran gewesen. Es ist zu lange her, mein Sohn. Okay. Scheint eine Art Grab zu sein. Aber hier muss ja auch was passiert sein. Na, ja, eine Art Massaker. Das hat er ja nun schon erwähnt. Deswegen jagt er ja nach den Maskierten, die dafür höchstwahrscheinlich verantwortlich sind. Ich bin ja wirklich ein bisschen beeindruckt, wie flüssig das Ganze hier läuft. Also, wir sind jetzt hier in einer offenen Welt, ist auch ganz schön viel von der Welt geladen. Und da hinten ist ja so eine Art Oase. Das ist nicht lustig. Oh, ist das eine Nebenquest? Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chenzira? Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Chenzia zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chenzia hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Okay, eine Hyänengruft. Neuer Ort. Minotep der Große, pa, er Minotep der Geizige. Es gibt keinen Weg, um zu all den Götzenbildern zu kommen, von denen ich weiß, dass sie hier sind. Ich habe eine der verfluchten Mauern eingerissen, aber die Skarabäen sind gemeingefährlich. Ich komme später zurück und bringe etwas mit, um diese Käfer zu töten. Dein verfluchter Tipp bringt mich noch um, Ahnen. Aha. Gut, aber Hyänen sehe ich jetzt hier gerade auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Hyänen hier sind.
Fackeln scheine ich dann wohl unendlich zu haben. Aber wo finde ich jetzt hier die Hyänen? Quests. Versteck. So. Erkunde das Grabmal. So. Er versteckt sich im Berg der Toten. Das ist ja nun dieser Berg. Ja, und die Quest zeigt doch an, dass ich hier rein muss. Also muss hier irgendwo ein Zugang sein. Ah. Was sagt denn die Analyse? Die Analyse sagt, guck mal hier. Können wir ein bisschen was plündern? Tetchi, Sohn des Minotep, der Überlegene, wird uns im Jenseits beistehen. Du wirst von Amun geliebt werden, dem Gott, der sich selbst schuf, dem Herrn zur Schönheit, dem Herrn der Schönheit. So, was haben wir hier? Mhm. Also plündern kann ich jetzt hier eine Menge. Das ist ja ganz gut, wenn man plündern will. Ah, wahrscheinlich kann ich hier mit meinem Schwert... Ah, ich kann hier die Wand einschlagen. Guck mal. Aha. Das ist natürlich nicht schlecht. Chenzira, bleib da. Ich komme dich holen. Okay, das sieht ja wirklich aus, als sei hier jemand beerdigt worden. Na gut, es ist das Grabmal. Und irgendwie müssen wir jetzt hier auch weiterkommen. Irgendwo hier muss es einen Weg geben. Es ist ja schön, dass ich hier so Gegenstände... Ach, guck mal hier hinten lang. Ich wollte ja sagen, es ist ja schön, dass ich hier so Gegenstände finde. Da habe ich auch prinzipiell nie was gegen. Ist er hier durchgekommen? Okay, die Dinger können wir hier bewegen. Ah, okay, ich sehe schon. So, können wir ein bisschen Platz machen. Dann können wir uns hier nämlich einen kleinen Weg freibauen. Agathoc-Leia, Mutter von Teti, Frau des Minotep. Das Gesicht von ihr ist das von Vevavet, wenn er sich aufschwingt und zum Himmel erhebt. Die Augen von ihr sind wie die des Großen, dem Herrn über die Seelen in Heliopolis. Möge ihre Erlauchtheit auch im Jenseits Bestand haben. So ganz grundsätzlich hoffe ich das natürlich auch. So, jetzt können wir hier erstmal den kompletten Weg frei machen. Ah, eine Truhe. Ich hoffe hier auf ein bisschen... Nö, aber ich habe ein neues Schwert und 40... Münzen bekommen. Du bist der große Kater, der Rächer der Götter, das Smaragdauge, der alleine geht. Dir wurden die Herrschaft über die Mäuse und Ratten zuteil, die unser
Getreide stahlen und du hast bestimmt, dass wir nicht hungern müssen. Mögest du auf deiner Reise durch die Duat auf reichlich Nagetiere stoßen. Na, das ist ja schön zu wissen. Natürlich werden ja Katzen auch geehrt hier, darf man nicht vergessen. Wir befinden uns ja im alten Ägypten, da werden natürlich Katzen sehr verehrt. So, und jetzt müssten wir hier eigentlich ja gleich den Jungen finden. Geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Du solltest hier nicht sein. Ich verstecke mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön. Ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Bayek, sieh nur. Was ist das? Ja, ich hoffe doch. Gern wissen. Nice Loot. Es muss ja alt sein. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Schwere Klingenwaffe. Kann man die ausrüsten? Wartet mal. So, ich habe jetzt nämlich hier Stufe 1. Habe ich einen Jagdbogen. Okay. Nahkampfwaffe. Habe ich jetzt nämlich zum anderen der Reißzahn bekommen. Auge des Apophis. Kann sein, dass das hier bei dem Vorbestellerzeug dabei war. Und diese Schneidaxt. Kritische Trefferwirkung, Adrenalin bei Treffer. Der Reißzahn, Bluten bei Treffer, kritische Trefferwirkung. Okay, macht Nummer 44 Schaden pro Sekunde. Die macht 50 Schaden pro Sekunde. Ah ja, und ich kann die Waffen auch zerlegen. Ist ja geil. So. Ich habe ein paar Vorbestellersachen mit dabei, muss ich ja sagen, weil ich hier die Gold-Version des Spiels habe. Da lang. Aber da kann man ja mal ganz kurz zeigen, der Schild hat nochmal Adrenalin bei Paraden, Schadensabsorptionsrate, Vergiften bei Blocken. Der komplexe Tanz der Schlangen auf diesem Schild verwirrt das Auge und schützt den Träger. Sind die Hyänen? So. Bayek? Sollen sie nur kommen, die Hyänen, ich schlachte sie ab. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Bayek, ich will dir was sagen. Naja. Bleib in der Nähe. Was ist denn, Chenzira? Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht, dass es jemandem schadet, wenn ich das ihnen sage. Chenzira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja. Hyäne! Chenzira, verstecken! Sie sind doch hier! Nicht mehr lange. Hilf mir! Es ist sicher. Geh besser nach Hause. Oh, weiches Leder kriegt man von denen. Darf ich dich was fragen? Nur zu. Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja, du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen! Jetzt ab nach Hause. Ja, das war doch mal eine schöne erste Graberfahrung. Und wir haben gleich ein bisschen weiches Leder mitgefarmt und konnten diesen kleinen Jungen retten. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Deswegen haben wir uns auch ein kleines Päuschen verdient und sehen uns dann erst später wieder in der dritten Folge für heute. Yep, heute kommen direkt drei Videos zu Assassin's Creed Origins. Das nächste kommt, glaube ich, um 17.30 Uhr, habe ich das eingeplant. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Würde mich freuen. Ich finde das Spiel bisher ziemlich cool und bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. In diesem Sinne, haut rein und gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.